Thou shalt return to me. Thou shalt have my blessing. Aha. Damit willkommen zum neuen Part Baldur's Gate 3 Dark Reach. Ihr sollt mich zurückbringen, Hubu, ihr sollt meinen Segen halten. Seid ihr ein Geist? Was ist euch zugestoßen? Ich konnte mich kaum beherrschen. Was habt ihr mit mir gemacht? Ich bringe euch zu Reinklingen Würmkreuz, das haben wir jetzt angelegt. Lassen das Umwelt einstecken, sammelt es wegwerfen. The Sharons tormented me, and I laughed at the pain till now couldst I stop. Is their affliction more terrible than eternal joy? This is my pleasure, this is my curse! That thing's tainted. Better to leave it than bear a dead man's grudges. Nachforschung. Das Amulett untersuchen, dich auf dieses Wesen konzentrieren. Was sind deine Absichten? Ich glaube, das haben wir aber schon gemacht. Warum hatten wir nicht eigentlich Intelligenz minus? Etched on its face is an image of the dawning sun. Religion. Haben wir wohl geschafft. You recognize the symbol. It belongs to those sworn to Lathander, god of dawn and renewal. Whatever madness this spirit suffers was inflicted by Lathander's enemies, followers of Shah. And this madness may flow into you. Ach, egal. Madness. Net 20. Beneath the rampant joy, you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. So, wollen wir noch nicht erkunden, rechts und links geht's beides lang. Gibt's einen Weg? Gut. Den Schatten im Schlachtfeld. Tote geflankte Kriegerin. Wir ignorieren mal alle Warnzeichen und gehen weiter voran. Wer spricht da? Oha. Boo! I scared you! I saw it! Nobody beats me at hide and seek. Will you play with me? Ihn zu Tode erschrecken. Wer bist du denn, spielen? Wir haben hier nichts verloren, wenn du überhaupt ein Kind bist. Als ob. Jahre läuten nicht so einen Schreck ein, sonst kann es schnell passieren, dass sie dich aus Versehen töten. Ich habe keine Zeit für sowas. Killed! Nobody dies around here, silly. Not like that. Play with me, and you'll see for yourself. Keine Kunde, den Jungen studieren. Einen wahren Weggrund zu verstehen. Ja, denke ich mal. Kriegen wir hin. Trotz Intelligenz minus. Oder auch nicht. Nö. Ich keine Ahnung. Hast du sonst niemanden, mit dem du spielen kannst? Möchtest spielen? Na schön. Ich habe für sowas keine Zeit. A mummy, a daddy, and a doggy. They'll be back in a while, but you're here now, and I want to play.
They don't need names. They just need to be mummy and daddy and do what I want. Now play with me or they'll be angry with you. The boy doesn't like these questions because he has no real answers and perhaps no real family. Aha. Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass sie zurückkommen. Wirst du mit zu meinem Lager kommen? Sie den Tatsachen ins Auge, Kleiner, denn Familie ist tot und du bist es vielleicht auch. Möchtest spielen nach schön. You shouldn't be nasty. You should just do what I want. It's easier for you that way. All right. I'll hide and you seek. Find me and you win. Then you lose. Get ready. And no cheating. Hätte man vorher speichern sollen. Hätte man speichern jetzt. So viele Tote. Irgendwie. Die haben wahrscheinlich auch gespielt. Ein Ring der mentalen Befangenheit. Wenn ein Gegner beim Rettungswurf gegen einen deiner Zauber oder einen dritten Aktion einer deiner Aktion scheitert, nennt er zwei Züge lang mentale Erschöpfung. Okay, kann man ja vielleicht verkaufen. Okay, wo finden wir das kleine Ding? Spielnase verstecken. Rettungsverbindung gesehen. Hab dich. You weren't supposed to find me. You weren't supposed to win. You're not my mummy. Don't tell me what to do. Let's play another game. I deserve a chance to even the score. Try to find me again, but my family will be looking for you at the same time, so don't get caught! Uh-oh. Can't risk being in open view. Ach du Scheiße. That's a friendly looking shadow. Time to press ahead. Na toll. Keeping my head down. Jetzt wird's spaßig. Sehen wir hier schon irgendwas? A path lies before me. Steckt der sich hier drüben? Vielleicht können wir das ja. Ohne Kampf ohne Schatten. Dann haben wir einen Schatten auf unserer Seite. Das kann schon praktisch werden. Verstecken fehlgeschlagen, das ist ja fantastisch. Hab dich. Simply begging to be robbed.
Jedenfalls kein fehlgeschlagener Zoll. Erfolg. Okay. Und wann haben wir den denn gefunden? Und irgendwas ins Inventar schieben. Eine Bombe. Ein bisschen Schrott abladen. Ist das so schwer zu rennen? Wenn wir das Inventar voll machen. Und überladen ist. Das ist auch ein Plan. Warte. Ich kann den Gate ins Inventar stecken und dann. Ne, aber den Angriff haben wir schon getan. Und wer ist denn mit ätzenden Knuller? Nein, hatte die jetzt als Waffe. Eine Bombe reinpacke wahrscheinlich auch. Eins letzter Gier. Schade. Noch mal nutzloses Zeug, was schwer ist. Helsens Tagebuch. Hochpulverbombe. Jetzt ein Schlüssel. Na, ist wirklich, ja, doch eigentlich nicht das, aber. Runde und Runde aushalten. Bin gespannt, was passiert. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Yeah.
seltsamer Kampf gegen die Schatten. Schlechte Schatten. Okay, und bloß nur ein dritter Gegner, das macht mir ein bisschen. Ein bisschen zu bedenken. Wegs unterbrochen. Zu dem auf. So ein Mist. Ist etwas. Wow. Okay. Lebensentzug. Hier ist Hundi. Kommst du genau passend? Sehr schön, einer weniger. Kann ich Dinge werfen? Maxi des Blutstoßes. Blut des Brandstifters. Naja. Lass mal. Noch einer weniger. Und er macht hinten. Ach, das ist Papa. Zu viele Schläge immer. Kommst du es nicht davon? Have to keep going. Ah, ich bin mit Reichweite. Das hat aber schon gereicht. Und Schatten reicht leider nicht. Bleibt leider nicht viel. Hühnchen. Für ein kleines Kind ist auch nichts übrig geblieben. Tja. Schade. Fast zu schade zum Töten. Fast.
So, hier geht's jetzt weiter. Zurück. Gehen wir mal da hoch. Okay. Wie lade ich den lang? Hier lang. Okay. Hier gibt es nichts Besonderes. Dann gucken wir uns da oben noch mal um. Ich will hier alles mitnehmen. Licht. Oh, hier sind Gegner. Dann wollen wir mal. Ach du Heiliger. 109. Ich hatte ein verfluchter, moderndes Schlurfer. Alter Schwede. Könnte schlimm werden. You picked the wrong fight for me. Und zeigen wir den Gewächsen mal, aus welchem Holz wir geschnitten sind. Schattenherz konzentriert sich mal auf den Großen. Und kann vielleicht noch Michael. Meine, die Heldzauber bringen wie gerade noch nicht so viel. Ich muss das auch nochmal erwähnen. Zauber noch ein bisschen verstärken. Oha, menschliche Kämpfer sind dazugekommen. Tote Hafner. Ja, ich hau noch nicht zu. Ich sollte mich mal auf den großen konzentrieren. Wenn der Schotan ist, sehr gut. Fehlstark. Das gefällt mir gar nicht.
etwas abwärmen, hat nicht so gut geklappt. Nicht schlecht. Greifen können. Starin hat hier seinen eigenen Bosskampf. Einmal. Und nochmal auf den großen. Schattenherz ist gleich am Arsch. Wenn du ein bisschen auf dich selbst. Okay, so viel zu Schattenherz. Okay, der große geht's da unten. Fehlschlag. Okay, einen sehe ich noch. Da drüben. Very well. Hätte jetzt abwechselnd nochmal klappen können. Na komm, mach's zu Ende. Beharrlichkeit. Haben wir geschafft. Eine kurze Rast. Eisenholzknüppel. Ja gut. Schwindelstack. Lass ich mal liegen. Nun, was haben die doch hier beschützt? Holzrinde. Kleines Blümchen. Na, hier oben ist eine Truhe. Ring. Selbstverbrennung. Okay. Ring der Selbstverbrennung. Klingt nach was für mich. Klassenaktion. Pulsstopper habe ich hier schon.
Selbstverbrennung. 1 bis 4 Schaden. Stecke dich in Brand, um Hitze zu erhalten. Okay, können wir mal ausprobieren. Das ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv, aber was soll's. Jetzt können wir hier nicht mehr rüberspringen, weil die Kiste im Weg ist. Kiste. Ein Freund quer durch die Gegend gerufen. Tagebuch eines vergessenen Jägers. Hier auch. Gehen wir mal hier weiter. Und da ist noch Abgrund. Und da waren wir noch nicht. Wir sollten vielleicht aber hier erstmal runtergehen, bevor wir hier weiter vorrücken. Erstmal in die Richtung. Habe ich etwas noch nicht gesehen. Wahre Sinne Kopies oder so. Warte, wir haben doch jemanden, der mit Toten reden kann, oder nicht? Mal erfahren, was die so hatte, was der passiert ist. The corpse regards you lifelessly. Bewahrt ihr im Leben. Eigentlich antwortet mal jemand. Soul of the absolute. Corpus, my name. Nutzloser Name. Nutzloser. Sag mal. Wir sind hier gestorben. Interessant. Sounds like the mastiffs are still here, beyond the light. Wie kommt es, dass die Fackel noch brennen? Spell. Continual flame. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Aha. Können wir hier nochmal kurz reingucken? You feel its connection. It's longing to be opened, to share its secrets. Das haben wir damit auch noch nicht gemacht. To the first page, with its shifting glyphs and strange whispers. Rettungswurf weiter umblättern. Hexenmeister-Rettungswurf, den Schutzpatronen bitten, dir deinen Verstand zu schützen. Zupfen und umblättern.
Eine 5. Eine 30 haben wir gewürfelt. Schaffen wir. The symbols move aggressively, probing your mental defenses. Your patron is there to defend you, but there's only so much they can do. Weit umblättern. Mit 23. Wir lesen das ganze Buch durch. The world around you is gone. You can only see those glyphs, only hear those voices. You feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer. Rettungsdurft in Hand zwingen, weiter umzublättern. Das Buch mit Gewalt schließen. Weisheit, die Finsternis aussaugen, sie umarmen, die Zeit umblättern. Mit einem Boni. Netz 20. Nee, kein Netz 20, aber Erfolg. The glyphs scream, branding your mind with strange runes. You see time rewritten, fate undone. Your future thrumming with power. Und Schlüssel des uralten Buches. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you, you should never have known. Okay, Astarion ist jetzt ein verdammt mächtiger Hexenmeister. Er leuchtet. Kann er jetzt neue Sachen oder? Schade. Irgendwie nicht. What can I do for you, my friend? Warum Raphael nach euren Namen fragen? Was habt ihr für einen Plan? Ich habe es euch nie gefragt. Seid ihr Casadores einziger Blutung oder gibt es noch andere wie euch? Ich möchte euch so lange bleibt. Casador, Sired Sevenspawn, me and my six brothers and sisters. He always insisted we were a family. Even when he was carving scars into our flesh. I was one of his first. Some of the others came years later. He was a monster to us all. But did take special pleasure in my pain. He said, my screams sounded sweetest. Now that I'm gone, I don't know. I pity the other six. It's not a plan yet. More a feeling. Just an itch at the back of my mind. But I know I'm missing something. Whatever Casador did to me, it was more than his usual sadism. It had purpose. Once I know what that purpose was, maybe a plan will present itself. But for now, I just need to scratch this itch. Aha. Wie fühlt sich Schattenherz hier im Schattenbereich? Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Fine. What's on your mind? Does it even need to be asked? Okay, das hatten wir schon. We're beyond me merely liking you. Something good here. Witzkiste. Nichts drin. Pave my path with corpses. Build my castle with bones. Ah ja, okay, dann haben wir das ja erkundet. Dann lassen wir dann die Richtung aufbrechen.
hier nicht lang. Ah, das sieht jetzt aber wirklich nach dem Nachtleid immer aus. Da waren Blutmarte zu veranstalten. It belongs to the shadows now. Better if it's just left alone. Ah. Bitte, it's just left alone. Ja. Flug der Rabe. Das ist doch nur Raben. Ich muss eben lange Rast machen, bevor wir da reingehen. Nur einen Spiel, das dürfte schnell gehen. Können wir irgendwie einen Rundumschlag machen? Ne, mit der Waffe scheinbar nicht. Ich versuch mal das hier. Das war ja effektiv. Das hat gar nichts gebracht. Konzentriert Hitze. Behold the darts of death. Eine kleine Fingerübung für unser Team. Löschertan vernichtet die. Ein kleiner Rabe noch. Schütthieb. Oh, ein Level Up. Die haben alle nix. Und dann Level Up und dann eine lange Rast. Ja, Stufenaufstieg. Und Barbar Stufe 8. Oh, Talent, da müssen wir jetzt gucken. Meister der schweren Rüstung hatten wir, haben wir schon, ist geblockiert. Haben wir schon mal das blockiert. Übung mit schwerer Rüstung. So ein Mist. So, was machen wir dann hier? Hast du Umgang mit 4 Waffen deiner Wahl geübt? So, wir wollten ja Schildmeister. So einhändige Waffen, das wird nochmal, wenn wir schon nicht schwere Rüstung machen können. Du bist ein Bonus von plus 2 bei Geschicklichkeit Rettungswürfen, wenn du ein Schild führst. Schwer gerüstet, du bist im Umgang mit schwerer Rüstung geübt.
und erhöhst deine Stärke um 1. Ist doch Blödsinn für einen Barbaren eigentlich. Schwere Rüstung zu setzen, aber ich werde diesen Helm tragen. Meist oft schwere Waffen. Nur mit einem Nahkampfwaffen, einen kritischen Treffer siehst, eine Kreatur tötest, kannst du in diesem Zug weitere Nahkampfwaffenangriff als Bonusaktion ausführen. Das ist fast besser als der Helm. Und halt noch ein bisschen. Angriffe mit schwerer Nahkampfwaffe, mit deren Umgang du geübt bist und die du zweihändig führst, können zusätzlich 10 Schaden bewirken. Es hat nicht schwer gerüstet. So würde auf 18 erhöhen. Stärke. Ja gut, ich warte schon lange drauf, dass das hier ein bisschen schwere Rüstung ein bisschen kriege. Das bringt glaube ich Nerven. Wenn wir mit der Rüstung die wir tragen können. Das können wir dann beim nächsten Mal nehmen. Vielleicht. Vielleicht verskill ich mich jetzt, aber was soll es. Neues Talent, oh je. Irgendwas mit Fäusten. Scharfschütze, wilde Angreifer. Wenn immer du einen Nahkampfangriff ausführst, würfelst du zweimal mit deinem Schadenswürfel und verwendest das höhere Ergebnis. Wir brauchen natürlich das, also. Stürmer, du hast in. Du hast Stürmer, Waffenangriff und Stürmerstoß. Waffenlose Angriffe brauchen wir hier für den Mönch. Oha. Stangenwaffen. Meister wäre auch was. Unterhalter braucht man nicht. Wo waren das hier? Leichtfüßig wäre auch was. Wilde Angreifer. Ich glaube, das ist ganz richtig und ganz hilfreich. Nahkampfwaffenangriff. Der dritten Deutsch oder so. Das kann gut werden. Und da haben wir hier oben noch was. Stürmer. Stürmerstoß. Wirke mehr Schaden, stimme voran und schmettere deine Waffe in den ersten Gegner in deinem Weg. Das ist eher was für ein Barbar. Wenn der Gegner im Nahkampf Reichweite deine Verbündeten angreift, kannst du eine Reaktion verwenden, einen Waffenangriff auf diesen Gegner auszuführen. Der Verbündete darf dabei nicht das Wächtertalent haben. Außerdem bist du bei Gelegenheitsangriffen im Vorteil. Wenn du eine Kreatur mit einem Gelegenheitsangriff triffst, kann sie sich für den Rest ihres Zuges nicht mehr bewegen. Das klingt auch ganz gut. Das brauche ich. Ja,
Hexenmeister Stufe 8. Erstmal Zauber und dann Talent. Verbannung. Verwandle dein Ziel vorübergehend auf eine andere Existenzebene. Großer Flug ist auch nicht schlecht. Feuerschild, Dimensionstür, Plage. Pflanzen leiden durch diesen Zauber maximalen Schaden und sind bei ihren Rettungswürfen gegen ihn im Nachteil. Rettungswürfen zählen Pflanzen. Feuerschild kann schon gut sein. Will deinen Körper in Flammen, die im Radius von 3 Meter Licht spenden. Resistenz gegen Feuer- und Kälteschaden gewähren und bei Nahkampfangriffen zurückschlagen. Auch nicht übel. Gegenzauber ist auch was. Ja, Verbannung, ich weiß nicht, das ist halt im Kampf. Bin ich eher nicht so gut. Teleportation, ne. Und das Feuerschild. Von Harder haben wir eigentlich nie genutzt. Auch die anderen Zauber nicht so wirklich. Großer Flug wäre praktisch. Hexerfellbaum auf jeden Fall. Warum wir das noch nicht drin hatten. Das kann so ein starker Angriff werden. Und wenn damit trainiert, dann löscht Schaden nämlich auf keinen Fall raus. Okay, was nehmen wir hier? Kampferprobter Zaubererwirker, du bist bei Rettungswürfen zur Aufrechterhaltung der Konzentration im Vorteil. Ja, nee. Hexenmeister, du lernst 2 Zaubertricks und einen Zauber des ersten Grades aus der Hexenmeister-Zauberliste. Du kannst den Zauber ersten Grades einmal pro lange Rast wirken. Ein Attribut-Zauber wirken bei allen 3 Zaubern ist Charisma. Könnten wir machen. Ein Taradept. C und so, das bringt alles nichts. Belastbar mit mäßig Ich würde darauf gehen, hier auf Hexenmeister. Können wir jetzt Zauber dazu kriegen? Zaubertricks. Zauber. Mischer Tadel haben wir ja schon. Oder nicht? Verwünschen, das glaube ich, das ist ganz. Das hat sehr gut geholfen. Da kannst du auf Stärke dann mit dem Verwünschen ist beim nächsten Angriff geschwächt. Höllischer Tadel haben wir schon. Verwünschen sich genial. Nehmen wir das so.
dieser Schnark Gift. Die Stufe 4 Todesschutz. Gut des Glaubens. Schwöre einen göttlichen Wächter der Gegner in der Nähe angreift. Wenn der Wächter Schaden bewirkt, verliert er selbst den gleichen Tag an Trefferpunkten. Sehr gut. Möchte ich nehmen. Schütze eine Kreatur vor dem Tod. Wenn die Trefferpunkte das nächste Mal den Schaden auf 0 sinken, bleibt sie mir bewusst, dann behält ein Treffer. Okay, nicht schlecht. Ballon brauchen wir nicht. Ja, Schutz vor Energie, ich weiß nicht. Ich muss nochmal einsetzen. Irgendwas. So Ritualzauber, den wir warten. Naja. Machen wir zu Kleriker und probieren noch was Hilfreiches. Nee. Bringt nichts. Eine Kreatur in der Nahkampfreich, wenn ein Zauber wirkt, bist du bei dem Rettungshof dagegen. Warum das auf Heilung? So, Zauberschütze, das wäre auch was. Das ist ein Zaubertrick für einen kritischen Treffer bei dem Angriffswurf mit Zaubern, benötigst du einen Auge weniger. Schon gegriffen, ja, nee. Hätte ich für Starin einsetzen sollen. Scharfschütze wäre was, weil wir benutzen sie ja eh schon mit dem gleißenden Schaden. Magier, Subklassen. Elementar-Adept, ein Zauber und Angriff ignorieren, Resistenz gegen die gewählte Schadensart. Und Zauber dieser Schadensart wirkst, kannst du aus dem keine Eins würfeln. Ignorieren. Resistenz gegen Feuer ignorieren. Ja, das heißt, ein Basen könnte. Was hilft mir am besten? Feuer. Eine Ignis haben wir da schon. Was haben wir denn hier für Zauber? Gleisend haben wir hier. Gleißend, macht ja alles gleißend. Verzeihung. Das Buch hier ewig am Charakterdings, aber das soll auch so sein. Attribute verbessern, brauchen wir da irgendwas? Bringt da irgendwas was? Defensiver Duellant, wenn du mit einem Nahkampfangriff angreifen wirst, während du Finesse Waffe führst. Wahrnehmungswürfen, widerstandsfähig.
Konstitution plus 1. Schwere Waffen, Glückspilz. Nahkampfrechnung und Zauberwirk bist du bei jedem Rettungswurf dagegen Vorteil. Du kannst eine Reaktion verwenden, um sofort einen Angriff den Zauberwirk auszuführen. Das klingt gut. Gegner, die du triffst, sind bei Rettungswurf und Konzentration im Nachteil. Ja, nehmen wir das doch erstmal. Vielleicht schlecht, aber. So, Level 8. Bevor wir hier noch weiter vorne rücken. Und drüben gibt es noch ein bisschen was zu erkunden. Bevor wir im nächsten Part zum Last Light hinaufbrechen. Kurz lange Rast. So, alle wieder aufgeladen. Und weiter geht's. With haste. Oha, hier sind Leute. Das muss gleich ins nächste Kampf geschehen. Stay together. Ach, ja, mal. Die decken wir jetzt erst. Ich bin erst mal sofort, als ich in diesem Bereich bin, deckt. Stop! Who's there? Ein Grünfell, Sturmkling und hier. Eine Irre auf der Flucht, vorsichtig, bevor der Wahnsinn die Kontrolle übernimmt. Ein Albtraum im Dunkeln. Beides richtig. Barbar, jemand, der euch und eure Waffe zerschmettert, wenn ihr sie nicht herunternehmt. Mit hochgehaltenen Händen vor ihm zurückweichen. Ich glaube keinen. Alright, Freak! Don't move. Und Freak gleich wahrnehmen. Sowas von Stern. Jonas, move in! Komm, Schatten. Das soll, glaube ich, auch ganz am Anfang gezeigt werden, damit man demonstriert bekommt, was der Schattenfluch so kann. Komm! Join me!
wir sind direkt zu dem Mondaufgang gekommen. Sie im Stich lassen, hoffen, dass sie sterben. Ja. Versuchen sie zu retten und auf den Kampf vorbereiten. Aus dem Weg, ich kümmere mich darum. Aber hört auf zu, wenn man kämpft oder stirbt, entscheidet euch. Harpus, you heard the woman. Two arms! So schön zu gucken, wie die sterben oder nicht. Schatten ausschalten. Oh, schade. Jetzt können wir nur die falschen ausschalten. Ach, erst die Schatten und dann. Und die Hafner. Schaden und her genug dran. Ja, bringt ja nichts. Wir können die Schatten schon ein bisschen was für uns tun. Die Hafner schon ein bisschen schwächen. Okay, stark. Mist. So muss das. Da waren es noch vier Gegner, beziehungsweise zwei. Nicht so viele Space Lots verbrauchen. Sehr gut gekämpft.
Thank you. I wouldn't have made it without your help. We need to get out of here. There's a safe place. Follow me. Oh ja, wir können sie erstmal. Stay close and try avoid the shadows. Dann sprichst du mit Astarion. I'm sorry, Jonas. Wenn wir jetzt die looten, dann kriegen wir Ärger, oder? Ein Beil. Wir können ja erstmal friedlich tun und dann von innen heraus. Vernichten. Eigentlich wollte ich hier noch weitergehen, aber können wir auch noch später machen. How much further can I go? Jetzt infiltrieren wir erstmal das Last Light in. Im nächsten Part wahrscheinlich. Wo sind wir jetzt hingegangen? Und warten die schon auf mich. Und die eine Szene kriegen wir noch in diesem Part. This place is protected. You might find allies here, or at least supplies. No shadows here. Something must be keeping it at bay. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. She's with me. Come. Noch. Jahira. Ah, da mal Jahira. Ich wünschte, die Leute würden einfach mal Hallo sagen, lass mich gehen, ich zähle bis 5. Wenn ich diese Ranken zerreißen muss, werde ich es tun und danach mache ich mir natürlich dasselbe. Nervous? I've an inkling you've reason to be. Das ist nur die Wahrheit. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Nun kenne wahre Seele, dich dein Schicksal fügen, dich in dein Schicksal fügen, bei Barstärke denn nur. Wut kanalisieren und diese Mitglieder zerreißen. Wow, eine 1 und 18. Ich will sie noch nicht angreifen. Mach es noch interessiert in the absolute manipulations. Wenn möglich. Harpers, cut this true soul down. Stop. Hold on, Jahira. I think I know this one. His eyes meet yours. There's no recognition there. Just a sick intensity as his voice reverberates in your mind. If you want to survive this, then trust me. One true soul to another. Stimmt ja, der ist infected. Der kann uns helfen. But she's not with the cultists. Help me fight them off a while back. Gemeinsam. Is this true? Sind wir drin. That dappled fist thinks we're his ally.
Er hat recht, ich wurde vom Gedankenschindern infiziert, aber sie kontrollieren mich nicht. Das ist die Wahrheit. Nicken, ihr habt ihn noch nicht getestet, oder? Ist auch infiziert. How is that possible? Das ist ein Artefakt, das hier ihrer zeigen. Ich arbeite auf untergründliche Weise. Ihr müsst mir wohl einfach glauben. Enlighten me. Now. Charisma, oh Gott. Ich weiß, es ist gerade schwierig, irgendwen zu vertrauen, aber glaub mir, ich gehöre nicht zum Kult Absoluten. Okay. 21 müssen wir schaffen. Na komm. Shit. Not good enough. Das wollte ich eigentlich nicht zeigen. So ein Scheiß. In the hills is that thing. Sind auch so weg. Könnte ich auch nur raten, bisher war es mein Lebenslauf, das stimmt ihr hoffentlich zu. More or less. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Sehr gut. Hear me, Harpers. Damit kann ich arbeiten. At ease. Jetzt können wir erstmal handeln hier. To understand what that artifact is. Von ihm heraus angreifen. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me. Why have you come here? Um die Absolute in ihrem Lager zu vernichten, den Turm des Mondaufgangs. Ich will nur den Parasiten an meinem Kopf loswerden. Die Türme des Mondaufgangs sind mein einziger Anhaltspunkt. Ich bin hier auf Urlaub. Absichten gehen euch nichts an. Not anymore. Not with so much at stake. There's food in the inn over there. Beds too, if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Nah. Gut, wir werden sehen, wie es hier weitergeht im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Our asses.